Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Online. Diesmal Verstecken 3.0 kann man sagen. Wir haben uns wieder ein schönes Örtchen gesucht und da machen wir jetzt ein kleines Versteckspiel. Der Heideltraut macht was anderes im Gebüsch, das wissen wir alle. Man sieht es ja gerade links im Bildrand eben. Kommt mal mit kurz, ich zeige kurz das Areal, ne? Also hier, das ist schon ein schönes Wüstenverstecken diesmal. Wir haben uns diesmal ein anderes Areal ausgeguckt, was vielleicht so ein bisschen, ja ich sag mal, mehr Umfang bietet. Dabei sind übrigens der liebe Debitor, die Alchemisten, dann natürlich der Currywurst, der ist auch hier am Start, der Heideltraut und der Tobi. Und der Benny, der hat schon Versteck gefunden. So, und hier so 2 Meter hinter dieser Mauer, sag ich mal, dieses Blechzauns, ja, kann man sich verstecken. Also hier geht noch alles, ja, aber das ist so die Grenze. Und dann gehen wir einmal im Bogen rum. Hast du gehört, Dennis? Ja, nicht, dass du dich nachher wieder woanders versteckst. Ja, ja. In anderen Gebüsch. Hier, und hier, wo ich so lang gehe, ist die Grenze, ja? Jungs. Okay. Von mir aus können wir das Silo noch mitnehmen, wenn ihr dafür seid. Ja, boah, das sieht schlecht aus. Lass mal einpacken. Silo ist gut. Ja, das nehmen wir noch mit. Und dann halt genau das Areal hier in der Mitte. Jetzt sind alle beim Silo. Das geht natürlich komplett. So, das ist das Areal. Ist ein bisschen kleiner gehalten, damit es ein bisschen flotter daher geht, das Verstecken. Machen wir auch mal. Verstecken 3.0 halt eben. So, und der Heideltraut, weil der eben letzter war, ne? Okay, ich muss suchen. Dann gehe ich ein bisschen weiter weg. Erster. Ja. Und den ich finde, Bescheid, den darf ich abknallen. Den bin ich heute zum ersten Mal dabei. Genau, den darf ich abknallen, der muss mit. Der darf aber auch wegrennen, so, oder? So, du musst dich am besten mit dem Rücken hier an den Hügel stellen, oder? Nee, so. Ich stelle mich hinterm Silo. Ich stelle mich hinterm Silo. Guck hier sehe ich ja nichts. Alter, ja, das genau. Silo ist super. Hinter das Silo ist toll. So, und das Radar ist überall ausgeschaltet, ne? Ja, ihr habt jetzt 30 Sekunden. Ab jetzt. 29, 28, 27, 21, 20. Ich liebe das Spiel. Oh, jemand ruft mich an. 15, 14, 11, 5. 4, 3, 2, 1. Los. Ich war mental noch gar nicht dabei, Alter. Okay, nochmal. 10, 9. Nee, also mach ruhig, krieg los. Mir ist 7, egal. Also, ich bin 1, ready. Ich komme! Oh, ja. Der ist wunderschöner in meinem Kindergarten Tag hier. Gespielt damals schon, verstecken. Ein wunderschöner Tag hier. Ach, wir suchen Scheiße. Heute den Saraza, da riecht's am meisten nach Hagel. Wir suchen den Tobi, da riecht's nach Frittenfett. Den Curry. Eigentlich riecht's am meisten nach Hagel beim Benjamin Gehlhaar. Merkst du? Solche Witze hat der Miege. Der Benny hatte nämlich, weiß man vielleicht gar nicht, aber darf man das eigentlich sagen, Benny? Nee, was? Sonst sage ich es lieber nicht. Ja, doch, darfst du ruhig sagen. Darf ich das sagen? Darf man erzählen, dass du mal im Gefängnis warst? Nee, dass der Benny Gehlhaar heißt, mit Nachnamen, tatsächlich. Ja, ist tatsächlich so. Ja, das ist kein Fake. Das ist ja krass, ne, wie der drauf ist, der Benny. Einfach so heftig, sich Gehlhaar mit Nachnamen zu nennen. Das finde ich schon, da gehört schon was hinter. Boah, Alter. Ey, was war das? Was für Waffen schießt du, Dennis? Hm? Ich hab grad nur die Hose anlassen, der Dennis. Also, ich bin hier voll versteckt gerade. Super gut, hoffe ich. Geil ist ja, wenn der Dennis direkt an dir vorbeiläuft. Das ist echt lustig. Ja. Ich bin so gut versteckt, dass ich gar nicht das hat ausgesehen, ich ey. Bin, ey. Wie du da runtergeflogen bist. Sag mal, wo bist du, Benny? Sag doch mal. Benny ist tot. Echt? Bist du tot? Ich wurde als erster gefunden. Weiter geht's. Okay, dann musst du auch mitsuchen, Benny, jetzt, ne? Ja. Oh, und wer noch? Wer, zwei, ne? Wer, ihr müsst immer sagen, ich hab dich und dich gefunden, sonst krieg ich das. Ich hab den Benny gefunden, Mami! Genau. So, der. Und dann suchen mit Benny und Dennis. Was macht die Feuerwehr hier? Was machen die denn hier? Oh, Benny, du hast mich nicht getroffen, ne? Du hast mich nicht getötet. Hallo, Peter! Ja, genau, man ist erst raus, wenn man getötet wird, muss man dazu sagen. Man kann also eine Flucht ergreifen, aber natürlich nur in dem Areal, in dem wir abgesteckt haben. Wenn man da rausgeht, wird man automatisch disqualifiziert. Kann man denn den Namen ausmachen? Ja, was macht denn ihr da vorne? Warum macht ihr den Zaun kaputt? Wo kommt denn die Feuerwehr her? Ui! Alter! Wer hat sich denn da von euch auf dem Silo versteckt? Was? Wieso sagst du das? Was ist los mit dir? Nein! Nein! Oh, ja, Scheiße, ich war so gut. Ey, das Versteck war top. Du bist erst an mir vorbeigelaufen, ne? Ja, ich Tobi, der ist irgendwo hier vorne. Ich hab mich so erschreckt und mich bewegt. Ich hab dich eigentlich nur gesehen, weil dein Gamertag über deinem Kopf war. Ach, Kacke. Ja, das müssen wir eigentlich auch abschalten, ne? Kann man das ausmachen? Wenn das geht? Ich weiß es nicht. Aber egal, machen wir jetzt die Runde halt noch mit, ne? Okay. Wer wurde noch nicht gefunden? Ich. Deine Mutter. Curry, dich habe ich gerade schon hinter mir gesehen. Du bist ja, du hast mich aber nicht getötet. Okay. Haben sie denn? Wer hockt denn da auf dem Silo oben drauf, ne? Jetzt kannst du ja gucken, du wurdest ja gefunden. Wo ist denn der Walle?
Ne, ich bin ja schon entdeckt. Ich bin jetzt auch bei euch. Bei den Suchern. Bei der Heideltraut habe ich auch schon entdeckt. Wer hat sich im Gebüsch irgendwo versteckt, hier irgendwo? Kann man hier nicht hoch? Der sagt noch nicht mal, ey, wer schießt denn da auf mich? Oh, sorry, Entschuldigung. So. Oh nein, jetzt hau das verprügelt. Mich. Komm her. Ey, bleib stehen. Hast nein! Oh nein. Ich hab den Tobi einen gewatscht, aber so richtig. Ich wollte eigentlich vor den anderen flüchten, die von hinten. Okay, nein! Curry hat gewonnen. Der Benny hat mich, ja. Ja, aber Curry hat gewonnen. Ich hab den Curry gerade auch schon 10 Mal gesehen, den beachte ich den aber Tobi gar nicht. Schon? Ja, den Tobi hab ich gerade umgehauen. Ja, aber der war ja letzte, töten, der draufgegangen ist. Ja, tatsächlich. Curry. Oh, jetzt werde ich auch von den Polizisten niedergestreckt, aber ja, dann hat der Curry warum hast gewonnen. Du mich umgelegt, Heideltraut? Was ist denn da los? Wie kann man denn da? Weil der wieder durchdreht, der kann nicht, mit dem kann man nicht mal verstecken spielen. Kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Der hat auch damals schon mit 6 immer die kleinen anderen Kinder geschlagen. Ja, mit Steine auf dem Schuh. Ich hab die Steine im Sandkasten rausgesucht und hab die dann in die Fresse geschlagen, weißt du? Was? Richtiger Essengangster, ey. Richtiger Essengangster. Ja, ja, und der Kevin, der Kevin sag ich schon, der Peter, der hat gefilmt. Ja, Alter, ich hab ein mega Versteck. Der muss jetzt suchen, der muss jetzt suchen. Curry muss suchen, ich muss suchen, ja, warte, ich geh wieder hinter Silo. Hinter Silo? Nein. Warte, ich muss erst mal da hinkommen. Hinter Silo. Das ist gemein, ne, Benny, was ich hier mache, ne? Das ist echt gemein, ich wollte nur einsteigen. Achso, ich muss mich schon verstecken. Können wir den Namen denn ausmachen? Oder ja, ich weiß nicht. Warte, ich guck mal. Moment, ich muss mich ganz kurz töten lassen. Na komm, Bulle, komm! Mann, jetzt sehe ich euch ja nicht. Nee, kann man glaube ich nicht ausmachen. Doch, ihr müsst das HUD komplett ausstellen. Das HUD müsste man ausmachen. Nee, den Radar, genau. Oder? HUD nee, und Radar. Radar und HUD. Okay. Okay, dann machen wir das HUD alle, aus. Komm. Machen wir auch noch alle mit, komm. Peter, hast gehört, ne? Einstellung. Ja, HUD ausmachen. Anzeige. Hut. Sieht wie HUD aus. Okay, wie viel Zeit haben wir jetzt? Ja, wieder so 30 Sekunden, ne? Okay, dann ja, zähl. Gut. Sehr ruhig, laut. Kannst du ruhig laut sein. Ich glaube, er kann nicht zählen. Ich kann nicht. Was nee, genau, das ist das Problem. Das ist das Problem. Nee, Quatsch. Gerade ging die Tür auf. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 20. Lustig, ne? Zählen, ne? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Ich sehe den Tobis Zwiftzug immer noch. 9, 8, 7. Verdammt, man kommt hier nicht rein. 4, 3, 2, 1, los. Oh ja. Komme! Ich bin ganz langweilig. Die Wien. Ist ganz langweilig. Ich bin auch ganz schlecht versteckt, aber vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht ich habe ein ziemlich lustiges Versteck. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Ich hab dich schon gesehen. Ja, du bist jetzt woanders. Oder was? Nee. Ja, der, ja. Ich häng hier so rum. Queen. So, jetzt auch. Ich glaube, ich werde ganz schlecht sein. Warte mal. Ich bück mich doch nur. Was? Also auf dem Dixie-Klo ist keine. Oh doch, hinterm Dixie-Klo. Wer hat sich hinterm Dixie-Klo versteckt? Quatsch. Ja, wer ist denn das? Weiß ich nicht. Der immer seine Map an ausmacht. Dein Ernst, Peter? Du kriegst mir den. Peter! Oh nein! Komm her, du Sau. Okay, der Peter. Oh, wen haben wir denn da? Hallo, Benny. Nein! Benny, ich krieg dich nicht. Nee, Benny. Halt doch mal hier. Benny, komm doch mal kurz. Helfen, ne? Oh, hallo, Benny. Ja, du bist jetzt auch Sucher quasi. So, okay. Benny ist auch schon mal dran. Alter. Rekordzeit hier. Oh, Mann. Die Polizisten. Das ist doch nur Tobi. Ey, der Curry war schon mit 6 ein Pro-Gamer im Verstecken. Ich hab das beste Versteck ever, Alter. Geprügelt. Ja? Ja. Warte, ich bin gerade gestorben. So. Wer fehlt denn noch? Das ist der Walle und der Dennis und der Tobi, glaube ich. Da war doch was. Schauen wir doch mal. Wen haben wir denn da? Nein! Oh Gott! Wer ist denn da? Oh. Da rennt doch jemand am Dinosaurier. Holt ihn euch! Wie er sich freut. Ja, wo sind sie denn alle? Dennis ist wahrscheinlich wieder. Aber die Cops sind natürlich jetzt schwieriger. Ja, weil hier überall welche rennen. Ja. Wo diese Sirenen, ne? Hallo. Oh, verdammt.
Wie man immer mal wieder den Banner irgendwo aufblitzen sieht. So ganz kurz sein Kopf. Also wenn du gerade heidelst, okay, dann komm ich nochmal dahin. Ich weiß ja, wo du gerade bist. Wo ist er denn? Na los! Oh, herrlich! Oh, sitzt irgendwo im Polizeiauto. Debitor, so nah bist du dran, so nah bist du dran. Ah, jetzt bist du... Oh, krass, fast hast du mich gesehen. Wie schwer das immer ohne Karte ist, da hinzufinden. Ja. Oh, Mann! Aua, mich hauen, mich hauen! Was machst du? Warum haust du mich? Weiß ich auch nicht. Also er hat schon zu zweit in der Ecke. Achso, du bist auch noch gesucht, oder was? Nee, du bist umgehauen worden, weil du mich angegriffen hast, wo die Polizei Nee, da. Hast du mich noch gesucht? Nee. Also habe ich gewonnen. Nee, hast du verloren. Ich bin nicht getötet worden, weil du mich gerade angegriffen hast, von den Cops erschossen wurdest. Ich hab gewonnen. Ich dachte, du bist ein Sucher, ja. Deswegen habe ich dich angegriffen. Nein. Oh. Aber der, wo sich versteckt, darf die Sucher doch gar nicht angreifen. Ja, deswegen ja. Und der darf dir auch nicht Dennis angreifen. Dennis, du Schlingel. Ja, weil ich der Letzte war, Alter. Ja, nee, warte mal, der Letzte. Ich war mit dir im selben Versteck, weil ich dich gesehen habe. Boah, diese blöden Bullen. Cool ist ja, der Waller hat mich zu dir geführt. Geil. Ja, die Bullen sind nicht so sexy, ne? Nee. Ja, und jetzt? Hab ja, nochmal. Jetzt sucht der Walle, oder wie? Ja, jetzt suche ich euch. Komm, verstecken. Oh. Lass mich mal hier von einem Polizisten töten. Jetzt warte, runter. Ich lass mich auch immer von den Polizisten töten. Was denn? Okay, ich zähle von 30 runter, ne? Wie gesagt. 30, 29, 28, 27, 26, 25, eigentlich umfällig, 24, 23, 22, 21. Nein, ich wurde gerade von dem Kopf. 19, 18. Ey, du bist doch ein Stricher. Selber schuld. 17, 16, 15, Alter, 14, ich bin so. 13, oh Mann, ich bin so weit weg. 12. Nein. 11. Nein. 10. Wohin wollen die Cops? Ab erbarmen. Seid ihr mal real? Nee. Ja. Bin versteckt. 9. Nein. Kopf 8. Immer noch auf mich. Ich will dich nicht fertig machen. Mann. 7. Okay, ich hab ihn versteckt. 6. Ich bin richtig gut versteckt, glaube ich. 5, 4. Dennis, alles cool? Ja. Benny auch. Oh, ich brauch noch. Dein Ernst? 3, 2, 1, ich komme. Alter, Curry, niemals. Ich hab eine gute Übersicht, ohne Scheiß. Oh, da muss ja irgendwo oben sein. Unten auf dem Dach. Cool, hier ist Gate gelegen, wo wir abgekackt sind eben. Ist ja nice. Okay, du bist bei der Mülltonne, glaube ich. Oh, hier sind überall die Cops, die erschweren das Ganze natürlich noch ein bisschen. Bin ich jetzt wenn umhauen? Die fahren auch richtig gut. Ah, da habe ich schon wen von euch. Nein, Curry, was war der Benny? Curry, nein! Mich nicht! Alter, nicht! Komm zurück! Doch gar nichts. Wo ist der hin? Welchen Wisch hast du dich versteckt, Benny? Ich bin immer in Bewegung. Wie er da hinten rennt. Aber ich glaube, die Laufstrategie ist vielleicht sogar die beste in dem ganzen Spiel. Ja, habe ich vorhin die ganze Zeit gemacht und hat mich Dennis nicht gefunden. Rumlaufen? Ja, wie so ein Assassin. Also. Assassin's Creed. Ich will nicht sagen, ne, aber... Was ist mit den Polizisten los? Da oben jemand. Ach, guck mal. Was ich mache? Der war gut. Alter, wo bist du? Wie der zittert. Wie lustig. Dem mit seiner Waffe an den Kopf hält, guck mal. Was geht mit denen denn? Ich hab ne Idee. Was ist denn da los? Oh nein. Sarazza hat ne Idee. Krass. Okay. Jetzt kommt noch einer. Da hab ich schon mal einen. Oh nein, er hat einen. Okay. Ja, du bist es nicht. Lol. Fall nicht hin. Aua! Was? Ich bleib hier irgendwie im Gebüsch hängen, leider. Was war das denn? Oh nein, er hat... Ey, bei mir sind die Namen aber immer noch an, wenn ich nah rangehe. Ja, bei mir auch. Ja, wenn man da dran ist. Ich dachte, das sieht mich keiner, weil es offensichtlich ist. Ja. Oh nein. Aber jetzt helfe ich mit. Ich glaube, da ist wer gelaufen.
Benny da hinten schon wieder blitzen ist. Ich bin am Dino. Die Runde ist verdammt lustig, ja. Ich renne immer vom Waller weg. Ach, das ist ein Kopf. Das ist nicht was. Ey, warum rennst du so weit hinten, Curry? Da ich wurde, nein, ich wurde gerade getötet von den Polizisten. Oh, jetzt ist der Kopf natürlich auch hinter mir. Shit. Okay, dann musst du jetzt auch mitsuchen, Curry. Ja. Oh. Was ziemlich einfach sein wird, du weißt, wo der Dennis ist. Ja, das ist das Problem, wenn ich halt zu offensichtlich gemeinsam versteckt. Oh, hier war gerade jemand. Oh nein! Ich glaube, ich hab dich. Ach Quatsch. Aber der Benny hat's gut gemacht. Mit seiner Bewegung. Warte, ich töte mal ein paar Bullen, dann sind ein paar weniger. Hä, wo bin ich denn jetzt zur Hölle? Nur noch Dennis und ich, oder? Hm? Ja. Und Curry? Ich wurde getötet. Gerade. Steht denn da oben? Hm? Der Curry steht da oben, oder? Auf dem Berg? Ich habe hier ein bisschen Überblick. Ja, ist gar nicht so schlecht. War eben auch im Silo. Da habe ich auch den... das Debitor, das... der Benny, der ist ja mittlerweile auch gesucht, ne? Jäger bist du mittlerweile, Benny. Ja, nur noch Tobi und Dennis. Okay. Was für verkackene Autos hier, ne? Benny, lass es! Ruhig. Nein, Benny! Okay, dann hat der Dennis gewonnen. Toll. Ja, such mich, wo bin ich? Ich bin außerhalb der Map. Ich hab ja, wahrscheinlich. Wenn du mogelst wieder, dann bist du raus. Nee. Gleich kommt der Dennis. Ich bin tot. Was anderes gehört auch dazu. Ich bin tot. Wolltest du gerade mit dem Auto wegfahren? In ein Auto gesetzt auf der Straße? Nee, ich stand an der Straße hinter einem Auto gehockt, aber die Cops haben mich getötet. Okay, dann bist du jetzt trotzdem wieder Sucher, habe ich das dumpfe Gefühl, oder? Ja. Also verstecken wir uns. Oder machen wir jetzt noch eine die Roulette-Nummer, so als Krönung. Weiß nicht, ob das mit den ganzen Bullen hier gerade so gut wäre. Ja, aber wenn wir uns alle einmal töten lassen, gehen wir hier auf das Silo zum Beispiel alle. Genau, ja, dann gehe ich schon mal da drauf. Das ist natürlich gut. Weil wir haben ja jetzt das Verstecken hier und ich glaube, ein größeres Areal ist auch noch besser, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ja. In die Runden zu schnell. Ist ein bisschen zu klein, sonst geht das genau. Ja, auf jeden Fall. Aber an sich war es auch mal ganz lustig, finde ich. Mal ein kleines Experiment. Aber das Silo ist genau richtig. Alter, ich habe mit einem MG 700 Mal auf dem Auto geschossen, ist nicht hochgegangen. Wie machen wir das jetzt am besten? Den Koffer raus. Wir nehmen jeder die Pistole, die Standardpistole, ne? An den Rand stellen. Und runterspringen. Moment, ich muss da zum Dino kommen. Wir müssen Dino. Ja, jeder muss ja einen auswählen, auf den er schießt. Wir machen mal im Uhrzeigersinn, oder? Genau, ich schieße zum Beispiel einen Currywurst im Kopf, oder wem? Nee. Also, wir gehen am besten im Uhrzeigersinn, wenn der Dennis gleich da ist. Und dann gucken wir mal. Ich muss mal ganz kurz das Radar anstellen, weil ich irgendwo... Hey! Wie lustig der da hängt. Guck mal. Nice. Also deinen Rücken hast du gerade durchgebogen. Ah, da ist das Sino. Ich hab da leider eine Granate hoch. Oh. Ich bin hinten rübergefallen. Oh! Hat der noch eine Schrotflinte an der Lümmel? Aber du brauchst mehr als zwei Schüsse, normale Schüsse, um jemanden zu töten mit der normalen Knarre. Alter! Was Alter. War das? Oh, ich bin runtergefallen! Ja gut, jetzt kann ich das halt mal wieder anmachen, ganz kurz. Ja, ich auch. Aber ich war's auch wieder an. Ich habe das Gefühl, dass das bei uns nicht klappen wird mit dieser Roulette. Ach, das geht. Ja, sieht man. Das Treffen funktioniert schon super. So, ich komme jetzt Silo auch jetzt? Rüber. Oh. Da vorne. Mach einfach die Karte wieder an, Alter. Dann hast du's gleich. Och, nö. Ich dachte, wir wären in einem Squad. Nee. Jetzt aber mal Killverbot. Sah aber eben lustig aus, ne? Der Heideltraut hat es wieder nicht mitbekommen. Dennis. Mit dem Killverbot? Ja. Komm, wir dürfen nicht alle einmal schlagen hier oben. Nee. Lass doch mal das Ding machen, Alter. Ist doch viel lustiger. Schlagen haben wir uns doch genug. Haben wir jetzt gerade ja auch wieder gemacht, alles. Wir müssen einfach jedem gegenseitig auf den Schädel zielen, oder was? Oder wir ballern einfach in die Mitte rein. Aber da steht ja gar keiner. Was soll das bringen? Ja, Kugelhagel, weißt du, einfach so zack, zack, zack. Einfach einmal Auto-Aim aktivieren und dann draufziehen. Was für eine Waffe? Natürlich jetzt blöd, weil ich bin wieder verletzt. Direkt. Ja, ich auch. Dank dem Heideltraut. Wer fehlt ja noch? Der Tobi, ne? Ich kumme. Komm, wir machen einmal erstmal die Headshot-Challenge. Guten Abend! Headshot-Challenge. Wieso springt Dennis so? Oh Mann, ey. Alter! Der wollte mir den Boden headbuttet, Alter. So ein Spaß.
Okay, stell dich mal hin. Nimm mal alle die Knarre in die Hand. Eine Pistole? Eine normale Pistole, damit sind wir gewährleistet. Welche nehmt ihr denn? Pistole, Gefechtspistole oder die Gefechtspistole? Normale Pistole. Ich hab die ganz normale Pistole. Okay, ich zieh jetzt auf den Tobi, oder was? Pistole. Ich zieh auf den Curry. Ich auch auf den Curry, warte mal. Nee, du musst dann auf den Benny. Ich geh auf den Benny. Ja, und dann gut, dann geh ich. Wer zieht denn auf Dennis? Nee, dann warte dann. Warte, ich zieh auf Curry. Ich zieh auf den Dennis. Zieh auf den Debitor. Sollen wir nicht im Uhrzeigersinn einfach? Okay, jetzt haben wir alle. Nee, warte, wir machen einfach Gegenüberstellung, oder? Einfach ja. Tobi, ja. Tobi Sarraza, das ist einfacher. Ja. Und wir gehen ein bisschen näher aneinander, damit wir uns doch alle ins Bild kriegen, komm. Okay, Benny und... Nicht bewegen. Lustig. Wir müssen das natürlich jetzt so synchron machen, dass jeder eine Sekunde wartet nach dem Schuss. Oh Gott, ob wir das hinkriegen. Benny. Was sollen wir denn jetzt genau bereit? Machen? Wir sollen uns alle auf drei gegenseitig den Kopf schießen. Okay, ich zähle. Eins, zwei, drei. Ich bin der Einzige, der überlebt hat. Warum das? Wer hat nicht den Dennis geschossen? Ich hab geschossen, aber zu spät. Dennis hat geil. Boah, voll die Knete hier oben. Das war super nice. Das, wie nochmal. Die alle umgefallen sind. Alter, nochmal. Alle nicht alle gesehen. Das war super. Alle bringen sich um. Alle mein mit. Silo! Ja, da können wir noch eine russische Roulette. Mein Silo. Danke, danke Curry. Aber wirklich, der hat's verdient, ne? Komm, ich hab mich schon vom Haus gestürzt. Ja, das soll Mitleid erregen. Richtiger Held, ey, richtiger Held. Mhm. Das soll Mitleid erregen. Hier oben liegen überall Mitleid. So. Walle, du bist doch ein Mann. Und da liegt doch Geld. Da liegt doch Geld. Nein. Ich warte auf jemanden bestimmten. Nee, auf den warte ich nicht. Warte mal, ich hab was. Ich hab was? Oh. Was macht ihr wieder? Nein, du darfst nicht zielen. Jetzt geht er runter. Dennis, wo bleibst du? Der will uns jetzt wegsnipern. Der visiert jetzt schon wieder an, ja. Hat jemand die Sniper am Start? Ja. Mach ihn nochmal. Ich muss sie mir noch nicht holen. Ich weiß. Achso, da unten. Irgendwo. Ja, wo ist der? Ach da! Wie in den Berg schießt. Ich mach das jetzt auch mit der Rolle. Können wir Rollen üben, ne? Ne, mal Rollen üben. Ich muss das echt lernen. Oh, oh, da ist er. Das ist echt der Vorteil, oder wenn ich das lernen würde. Boah! Was? What the fuck? Den Debit hat uns alle in den Puff hier. Hey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Bananenfeld. Das sah sehr, sehr gut aus. Oh Mann. Dennis. Aber bitte mit Sahne! Ja. Bitte mit Sahne. Irgendwie habe ich immer das Flang, alle zu töten. Ich weiß auch nicht warum. Mann, du bist echt ein aggressives Kind. Ja, ne? Wollen wir zum Abschluss jetzt nochmal so ein Dings machen? So ein Roulette-Ding? Die Maske wieder ab. Ja, können wir gerne machen, aber ich muss erst noch was anderes machen. Oh. Weißt du, ich habe eigentlich gedacht, der hebt sich für Dennis auf, aber... Okay. Alter, Benny! Wolltest du hochfahren? Ich wollte da einfach nur zum Dings. Und der Benny ist da gerade in dem Moment langgelaufen. Ernsthaft, Walle, du bist doch ein Arsch. Du bist doch ein Arsch. Wieder oben die Haftbomben so nicht, diese kleinen wunderschönen Päckchen, weißt du? Oh, hier ist doch ganz viel Geld. Ich bin ja dafür, dass wir nochmal so alle gegen Walle machen in der nächsten Folge. Ja, können wir machen. Versteckt sich irgendwo und dann suchen wir den alle und knallen. Ja, das ist eine geile Idee. Genau, alle gegen Walle verteidigen. Ich darf so ein gewisses Areal nutzen. Komm, jetzt machen wir nochmal die Roulette nochmal, okay, Friede? Ja, komm mal hoch. Schießt denn da schon wieder auf mich? Nicht. Ja, ich kann auch Haftbomben hochwerfen, zur Sicherheit, so als Notversicherung. Nein, komm doch hoch. Okay. Eine Hafti-Bombe. Geh hoch, Dennis, ich vertraue dir. Ey, die alle mit der Waffe. Wo ich hatte gerade echt Angst, Alter. Aua! Ich meine, wir drehen nein. Nein, ich wollte doch... Oh, er eskaliert direkt wieder, ey. Ich glaube, da kriegen wir nicht hin, oder? Ja. Ey, das erste Mal, dass ich mich freue, dass der Dennis wen umbringt. Was? Hat er das schon öfter gemacht? Ich dann. So, jetzt aber komm, jetzt machen wir echt die Roulette-Nummer. Noch einmal.
Und dann hat man. Guck mal, der Walle da oben wieder. In der nächsten Woche. Da fliegen also schon wieder die Granaten, ey. Ich mach gar keine Granaten. Ach. Weißt du erst. Was machst du? Ernsthaft? Lass es doch sein. Ernsthaft? Alter, ich hab doch ganz genau gesehen, Benny, wie du Haftbomben untergeschmissen hast. Ja, und was ist das? Das waren mit keine mir? Haftbomben, ja. Das waren Granaten. Ja. Oh mein Gott, nicht die Wahrheit verdrehen, ne? Okay, jetzt aber echt Frieden, komm. Bei allem Spaß. Boah, wie erlocken, dass es den Tobi in den Hinterkopf zu schießen. Oh, Alter. Ich hätte selten das Verlangen, jemand meine Kugel in den Kopf zu schießen. Guck mal, wechsel dich an den Platz. Nein, tu es nicht, Mann. Puh, wie die einfach so pluppt. Alter, wieso sieht der Kevin nee, jetzt hört so auf, hört auf, hört auf. Okay, komm, ruhig nimm bleiben. Die Pistole komm, in dir. Oh, Moment. Ich komm hier, das kriegen wir beruhigt euch. Beruhigt euch, Kinder. Wir fehlen noch der Heiltraut. Tobi, ja. Was? Der Heiltraut erstmal in die Leiter stellen. Alter, ich komm da nicht hoch. Ich sehe doch die Haftbombe gleich schon fliegen. Ah, da ist er ja. Achtung. Wenn wir uns alle drei im Kreis stellen, das funktioniert auch auf drei theoretisch, wenn wir uns alle hintereinander stellen. Wir haben ja auch noch eine Sniper-Challenge, die machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hab mich geschminkt. Okay, ich hab den Benny wieder im Visier. Ich hab den Curry. Bewegen, Benny. Curry nicht bewegen. Wir müssen aber, ihr müsst noch ein Stückchen heran, Curry und Walle, ne? Und Debitor. Ja, stimmt, damit man sieht. Und wer steht noch rechts einmal von mir? Noch einmal Select drücken, dann sieht er auch, dass alle umkippen. Warte, warte. Okay, also ich wäre bereit. Warte. Oh, oh. Moment, Moment, Moment. Ich will auf den Schädel zielen, ne? Auf den gegnerischen. Hör mal auf, dich zu bewegen. Ja, der läuft gerade automatisch, so. Wir sagen, wenn es losgeht. Ja. Drei. Du. Oh. Zwei. Ja. Eins. Schuss! Nein, zu spät! Hm. Oh. Schade, das hat nicht so gut geklappt. Nee, vorhin war geiler. Letzter war schöner. Ja, drei Schüsse reichen auch nicht bei der Pistole, krass. Ja, ich habe ein bisschen zu früh geschossen. Scheiße, weil ich denke mal wegen der Verzögerung, weil der... Hä? Alter, was bist du denn? Hä? Ihhh. Da. Was bist du denn? Okay, ich glaube, es artet wieder aus, oder? Was? Quatsch. Das reicht. Natürlich nicht. Immer der Dennis, der ein bisschen überkocht. Dachte die Currywurst. Die Hormone, ne, überschlagen sich. Ja. Wenn man nur mit Hunden Sex hat. Dreckiger Sack, Alter, ey. Das war ein schönes Schlusswort eigentlich, oder? Ja, finde ich auch. Wenn ich nicht auf Erlocken wäre, den Dennis jetzt nochmal umzubringen. Ja! Danke für dein Auto, Tobi. Weißt du, statt du mit mir mitfährst, ne? Du hast über den scheißdreckigen Wichshunde-Witz gelacht. Wichshunde, sagt er auch noch, Alter. Tut mir leid, tut mir leid Dennis. Oh, der war lustig, oder? Komm zwischendurch. Nein, nö. Aber jetzt sei nicht traurig. Nicht du und Curry. So, ich schmeiß mich jetzt vor den Zug. Jetzt reicht's. Hey, was der Falsche? Tu's nicht, Alter. Tu's nicht. Debitor, du bist doch ein Halunke, Alter. Ja, wir machen mal Folgenpäuschen hier. Ja, und sehen uns wieder dann in der nächsten Folge. Ich bin ja dafür, dass ihr den Sarazatz erstmal böse Kommentare schreibt. Ja, dass ihr immer mindestens böse Witze über mich macht. Boah, der Eiche Mist. Da liegt er. Der muss mal lieber der Alchemist muss jetzt den Stall ausmisten. Bis jetzt zur nächsten. Oh nein. Da fällt er noch um. Tschö. Tschö. Ja, Verstecken und russisches Roulette. Verstecken 3.0 kann man ja sagen. So eine kleine, kurze, kleine Karte. Finde ich allerdings, glaube ich, die großen Karten besser. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Außerdem, dieses Roulette-Spiel war doch ganz lustig. Zwar nicht ganz geklappt. Aber wir haben noch so eine ähnliche Challenge vorbereitet. Die gibt es dann in der nächsten Episode. Geht um Sniper-Schüsse und so weiter. Nicht verpassen in 2 Tagen, beziehungsweise vielleicht schon in der Playlist. Bis dahin. Ciao.